Hey Freunde, willkommen zurück. Heute das Season Finale. Season 7 geht zu Ende. war ein schöner Krieg. Also er hat mir an sich sehr gut gefallen. Wir starten hier gleich wie üblich unten rechts total flexibel. Ich suche mir raus, was für mich am besten ist. Ich bin übrigens sehr dankbar dafür, dass das toleriert wird. 4 Sterne technisch erweckt. Auf dem Rüstungsknoten klar, dass das ein Iron Man Infinity War ist. An und für sich habe ich mit dem Idioten sogar keine Probleme. Schon gar nicht mit Corvus, das ist rein sehr geschenkt. Aber im falschen Moment weichen wir zurück und fangen uns ein bisschen Schockschaden ein. Okay. Verdammt. Naja. Sowas Dummes. Glücklicherweise, so viel kann ich euch jetzt schon verraten, brauche ich den Corvus gar nicht so sehr viel lange bis hinten raus. Also, mir war vorher schon klar, dass das. Ja, drauf geschissen. Corvus brauche ich heute nicht. Völlig egal. letzten Endes natürlich das Ding hier auch One-Shot mitgenommen. Überhaupt gar kein Thema, trotz des einen kleinen Fehlers. Wir steuern auf den zweiten Technologie-Champion hier zu. Da war ich mir nicht ganz sicher, was könnte das wohl sein? Mit Rüstung. Ja, nichts groß Belastendes. Rocket Raccoon. Wenig TP, kann aber ganz böse werden, wenn man an der falschen Stelle sich Treffer fängt. Und wenn die Kritischen hier durch den Block gehen, dann saugt das richtig was weg vom Gegner. Ist also ganz locker, ganz easy gemacht. Mit dem Kosmischen, der gleich kommt, hatte ich ein bisschen mehr Probleme. Mich gewundert, der zweite 6 Sterne. Was ist da los? Was ist das für eine Allianz? Hast du so ein Pech? Hela. Nicht erweckt. Wo ist denn da der Anspruch? Was soll der Scheiß? Naja, gut. Glücklicherweise haben wir hier schon 2 Ladungen. Sonst mit einer oder keiner Ladung kommt das hier immer ein bisschen belastend hinten raus. Der hohen TP-Rate wegen. Aber ich ziehe hier noch die erste Superkraft. Einfach, ne? Safety first. Die zweite kann ich zwar auch, aber der, die Axt, das dritte Ding, das da fliegt, das kann durchaus mal Schwierigkeiten machen. Das wollte ich jetzt umgehen. Problem behoben. So oder so. Krieg, Safety first, so ist es halt. So. Weiter rüber Richtung meines Weges. Diesmal wieder Weg 8. Das heißt, wir schlendern zu dem Mutanten dann einmal eben rüber. Und zum Abend hin, diesmal habe ich es auch wirklich am frühen Abend gemacht, so früh es mir tatsächlich möglich war. Mutant bedeutet, der Corvus nimmt jetzt noch eine dritte Ladung mit. Hey, hey. Und einfach, weil es so auch für mich üblich ist, wird dann jetzt geboostet, das erste Mal in diesem Krieg. Die Boosts sind natürlich wieder vorgedacht für den Miniboss. Jetzt nicht speziell für den Weg, aber also was eh eine Weile läuft, das kann man auch ganz anständig mitnehmen. Die üblichen Verdächtigen, große, mittlere, kleine Boosts, das was halt da ist, wird verwurstet. Das Geschenkevent im Dezember war noch ganz gut. Ihr seht es jetzt, ich mache hier grüne Boosts an. Für Forschung. Eigentlich sollte klar sein, was dann da hinten raus passieren wird. Nichtsdestotrotz kämpft man hier natürlich mit dem Corvus. Es ist völlig Grütze hier bei den 3 Knoten, ob die Klassenboosts an sind oder nicht. Es macht einfach keinen Unterschied. Ehe ich es mir versah, war die Storm hier auch schon beseitigt. Corvus ist das reinste Geschenk, gerade was Krieg angeht. Es ist so simpel. Ob Boost oder nicht, ist teilweise auch schon völlig egal. Einfach draufhauen, die fallen schon um. Zeitig. So, dann der nächste Kollege, kosmisch, der Champion des Universums.
nicht erweckt. Was für einen Sinn, außer für Vielfalt, hat er denn hier? Keinen. Ist das auch wieder ein Kosmischer? Da habe ich ein bisschen überlegt, na, was kann das wohl sein? Ich habe so ein bisschen mit einer Angela gerechnet. Wegen der Regeneration. Es war aber Venom. Und nach 3 Schlägen war der Schuh schon genagelt und verwurstet. Hm, okay. Gut. Von mir aus. Nehmen wir dankend an. Mein Minibus. Ja, der eine oder andere hat schon gerade gesehen. Es ist ein Juggernaut. Es ist ein 6-Sterne-Juggernaut. Der Kollege ist erweckt. Rang 1. Signature Level ist 20. Jetzt also nicht wirklich was Besonderes. Ich mache hier keine weiteren Boosts an. Die brauche ich auch gar nicht. Denn in diesem Kampf nehme ich 0 Schaden. Wirklich 0 Schaden. Kein Scheiß. Könnt das Video vergrößern und es euch in Zeitlupe angucken. 0 Schaden. Ich garantiere es euch. Ich habe es mir selber 2-mal angesehen, um wirklich zu prüfen, dass es so ist. 0 Schaden. Voll simpel. Wir nehmen Parieren durch die schweren Angriffe, die er hier setzt. Dann habe ich genug Zeit und Raum, um dem Ganzen wirklich aus dem Weg zu gehen. Dank der kinetischen Ladung kann ich den unaufhaltsamen Buff ganz simpel umgehen. Gar kein Problem. Wir weichen Superkräften aus, gehen direkt rein. Voll easy mit Cap, schweren Laden, dritte Superkraft drauf. Das setzt hier speziell an dem Knoten, weil 80% Energieresistenz. Würde ich jetzt also die zweite Superkraft reinpfeifen, macht die bei weitem nicht so viel Schaden, wie sie könnte. Einfach weil der Knoten das verhindert. Assassin's Range, da fackeln wir jetzt dann doch mal mit 2 kinetischen Ladungen, zweite Superkraft rein, das durch die Assassin's Range crittet und das dann auch richtig mit 56.000. So oder so wäre es jetzt zu Ende gewesen. Und das war's zum Krieg. 22.30 Uhr etwa bin ich eingepennt auf der Couch. Dumm gelaufen. Gab ja Gott sei Dank noch mehr Mitspieler, aber hat nicht gereicht, um den Boss zeitlich rechtzeitig zu legen. Funktioniert hätte das schon, aber die Zeit reichte halt nicht. Hm, blöd. Hätten wir den Boss geknackt, hätten wir gewonnen. Wir haben ihn nicht geknackt, also haben wir verloren. Das ist nicht schlimm, das ist kein Drama, das war für mich ein schöner Krieg. Ja gut, Sieg, Niederlage hat jetzt nicht so den Einfluss gehabt, ob wir in die nächst höhere Belohnungsstufe aufsteigen oder nicht. Also völlig egal. Prima Geschichte. War eine tolle Season. Gab auf, gab ab, gab Spaß, gab Ärger. Schön. Alles in allem hat es mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dabei zu sein und ich bin froh, länger mitmachen zu dürfen. Aber jetzt setzen wir gleich erstmal einen Schnitt. Denn jetzt kommt ein Live-Opening gleich im Anschluss, nämlich die Season Rewards. Der Schnitt kommt jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück. So, das Opening. Season-Belohnung. Es ist das beste Season-Ergebnis, das ich selbst in Person bisher überhaupt hatte. Season 7 beendet. Wir sehen hier die Nachricht. Gold 1, Rang 304. Ist ein cooles Ergebnis, denn ich bekomme jetzt also auch endlich mal extra 6 Sterne Helden-Kristallscherben. 1000 mehr. 5 Sterne Scherben, okay. Die Basisentwickler hier sind durchaus ganz nützlich. Im Moment macht es jetzt aber nicht, ob oder ob nicht. Macht keinen Unterschied aktuell. Alpha-Entwickler nehme ich natürlich immer gern, insbesondere wenn sie wie hier Stufe 2 sind. Cool auch 3 Stück Kriegs-Season-Kristalle. Die Klassenentwickler-Fragmentkristalle, die fangen langsam an, bei mir mehr und mehr und mehr zu werden. Öffnen könnte ich sie zwar, aber ich befürchte, dass dann irgendwas in Überlauf fällt und das versuche ich zu vermeiden. Kristalle können ewig liegen, wenn man sie braucht, macht man sie auf. Und wir haben hier noch einen Basisentwickler Stufe 4, das ist schön, ihn zu haben, aber deswegen spielt man jetzt keine Season. So,
Wir sammeln erstmal alles ein. Dann, wie es meine Art ist, alle Nachrichten löschen, weil schön ist es, wenn es sauber ist. Und dann gucken wir hier bei den Kristallen doch einfach mal rein, was wir alles aufmachen können. Wir können mal unsere 5 Niederlagen zeigen. Können wir ruhig damit mal starten, ne? Wir poppen die einfach auf. Wir kriegen, oh, das ist gut. Den nutze ich gerne für Corvus. Ich befürchte allerdings, dass der jetzt im Überlauf ist. Oh, na gut, was soll's. Was ich insbesondere favorisiere, Treue. Treue habe ich nicht so viel. Treue wird entsprechend für die Boosts auch immer gleich verwurstet. Ich hatte zu Beginn von Season 7, ich glaube, 165.000. Jetzt habe ich nur noch 10.000 oder so. 26.000, na immerhin. Also das ist eine Ressource, die recht schnell weggeht. Das bedauere ich auch ein bisschen, aber naja, gut. Es ist dazu da, ausgegeben zu werden. Die Kriegssiegerkristalle, die poppt man natürlich auch auf. 7 Stück. Ja, warum auch nicht? Wenn wir mit Corvus spielen, dann können wir natürlich auch weitere Kraftboosts kriegen. 9000 Treue, das ist ganz cool. Und, oh, das ist toll. Auch das habe ich, glaube ich, im Überlauf jetzt. Hm. Na gut, neues Event. Vielleicht, damit es nicht sinnlos verschwindet, nutzen wir ruhig mal Boosts. Mal gucken. So, dann kommt jetzt die tolle, spannende Geschichte zwischen den ganzen anderen 150 Milliarden Kristallen. Da ist er. Das Season Opening, das wir jetzt hier machen, hinten anhängen, das hat ja so ein bisschen Tradition bei mir. Das Champion Opening und so weiter, das folgt jetzt irgendwann Ende Februar, Anfang März, vielleicht auch Ende März. Mal gucken, wie mir halt so gerade ist. Ich bin da selber noch nicht so ganz schlau draus geworden. Wie mir das wohl am liebsten ist, werden wir sehen. Gut. Mal schauen, ob wir die Quote hier aus diesen Kristallen noch endlich mal erhöhen können. Mit einer einzigen Ausnahme habe ich bisher nur ziemlich das Minimum mitgenommen. Es ist natürlich nicht so prickelnd gewesen. Und wir haben hier, tada, 2000 Alpha-Entwickler Stufe 2. Mist. Nicht so toll. Gut. Ich habe damit schon gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Lassen wir den mal ein bisschen länger spinnen. Reden wir mal drüber, was ich so als nächstes Projekt habe. Denn heute ist ja das neue Event gestartet. Ich werde, sofern ich das ist die Voraussetzung, zeitlich schaffe, am Sonntag ein quasi How-to-Do-Event veröffentlichen, irgendwann spät in der Nacht, in dem ich euch zeige, wie ihr wohl am besten mit den Bossen umgeht. Das Thema kam bei uns in der Allianz auf. In Deutsch gibt es davon angeblich nicht so viel. Also deswegen habe ich meinen Hut ja auch ursprünglich mal in den Ring geworfen. Wenn wir hier wieder mal die Minimalbelohnung mitnehmen. Dass wir sowas auch machen können, dass die, die weniger gut die englische Sprache verstehen, meinen Kanal angucken, was ich natürlich toll finde. Ich hoffe, dass ich das auch entsprechend in guter Qualität rüberbringe. Sich dann noch anschauen können, ein paar Tipps abholen können, wie es denn mit dem Running Gag, da war er wieder, mit dem unkollektierten Event läuft. So, dritter und letzter. Der Kriegs-Season-Kristalle, jetzt darf ruhig mal was Anständiges drin sein. Es ist mehr, aber immer noch unter aller Sau. Oh Mann. Mein Glück aus diesen Kristallen ist abartig schlecht. Das ist schon echt bitter traurig. Ja gut, können wir nicht ändern. Das irgendwo auch nicht. Wir nehmen es dankend hin. Ist halt so. War eine tolle Season. Und das war es mir dann doch irgendwo schon wert. Ich freue mich auf Season 8. Ich glaube, die fängt in 2 Wochen oder so an. Mit ein bisschen anderer Mechanik. Dann werden wir mal sehen. Lassen wir uns mal überraschen, was da so alles genau auf uns zukommt. Ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhin treu bleibt. Und ich hoffe sehr, dass es euch nach wie vor gefallen wird. Alles klar, bis dann. Macht's gut, bye bye.